zur Organisation. Jede Mannschaft besteht aus 10 Spielern und einem Torwart. Die 4 Spieler sind die Angreifer bzw. Verteidiger und die 3 Spieler die Angreifer. Achtung! Weder die Angreifer noch die Verteidiger dürfen die Mittellinie passieren. Das gleiche gilt für das Team B. Der ballbesitzende Spieler darf ohne zu dribbeln vorwärts, seitwärts oder rückwärts laufen. Auf geht's! Dürft ihr ausnahmsweise den Ball noch rausholen, müsst aber hinter der 6-Meter-Linie wieder werfen. Okay?